Irgendwie hat keiner genug Fahrzeuge. Irgendwie sind wir sehr unterbesetzt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber irgendwie kaufe ich mal jetzt überall nochmal einen Bus dazu. Und dann freue ich mich meines Lebens, weil wir dann hoffentlich wieder gut dabei sind. Das große Problem ist momentan, dass wir, wie ihr seht, kontinuierlich Geld verlieren. Und ich verstehe nicht warum. Deswegen habe ich mir überlegt, ganz schlau, wie das jeder schlaue Mensch macht, erhöhe ich die Preise. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wie hoch sind denn überhaupt unsere Preise momentan? 1,50, das ist natürlich sehr billig, ne? Das ist natürlich sehr, sehr günstig, muss man sagen. Machen wir doch mal 3 Euro. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier machen wir 5 Euro draus. 5 Euro, bitteschön. Und hier 7 Euro. So, und dann stecken wir ein bisschen die Zonen ab. Die sogenannten Zonen ein bisschen abstecken. Guck mal, jetzt muss doch bestimmt die Kasse klingeln, oder? Nee. Klingeln wir noch. Ich verstehe das nicht. Herzlich willkommen zurück zu Citizen Motion 2 erstmal. Ich verstehe in keinster Weise, wie man das hier besser machen kann. Wirklich nicht. Ich bin an meinen Grenzen und irgendwie... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Letzte Abfahrt verpasst. Ich bin überfragt. Ich bin einfach überfragt. Irgendwie hat alles immer zu wenig Sachen da. Ja. Irgendwie sind wir immer überlastet, aber irgendwie auch nicht. Die verpassen auch ständig ihre Abfahrten. Was ist denn das? Kann ich hier noch einkaufen? Ja. Dann haben wir noch einen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es in keinster Weise, wie das so extrem falsch laufen kann. Ich bin wirklich überfragt an diesem Punkt. Die Straßenbahn braucht bestimmt auch noch ein paar, ne? Ja, genau. Zieh mir das Geld aus den Taschen. Ist okay. Gar kein Thema. Tja. Wie sieht es mit unserem Geld aus? Das sinkt munter weiter nach unten. Das ist auch schön. Was sagen überhaupt diese Fahrgäste hier? Fahrzeug war verspätet. Ja, was? Ich verstehe es nicht. Ich meine, jetzt habe ich die Preise erhöht und es sinkt trotzdem weiter nach unten. Okay, gucken wir mal kurz in dem Wirtschaftsfenster nach, ja? So. Angestellte. So. Einen Angestellten möchte ich ja ungern weniger Gehalt zahlen, muss ich sagen. Deswegen lasse ich das mal so. Kreditbetrag brauchen wir gar nicht. Was kostet denn so viel? Die Energie kostet extrem viel. Bei den Bussen vor allem. Und bei den Straßenbahnen fährt die keiner. Die Straßenbahn fährt kein Schwein. Aber trotzdem beschweren sie sich, dass das Fahrzeug verspätet ist. Okay, wenn es wirklich kein Schwein fährt, dann kann ich ja hier auch die Abfahrten ein bisschen entspannter regeln, ne? Und zwar... Na, nicht entfernen. 30 Minuten habe ich gerade. Dann machen wir mal eine Stunde draus. So. Ich glaube, ich spiele das Spiel komplett falsch. Ich hab wirklich große Probleme bei dem Spiel, weil irgendwie läuft es gar nicht. Und ich weiß nicht warum. Weil das Spiel mir nicht sagt, warum es nicht läuft. Ich meine, hier kriege ich 1800. Das bringt mir einen Scheiß. Es sinkt immerhin nur in den Nachkommazahlen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber es sinkt halt sekündlich, ne? Oh, ihre Leistungen werden geschätzt. Guck mal, jetzt ist er wieder am Start. Bringt uns trotzdem nicht viel. Ich bin sehr unzufrieden momentan. Auch diese Straßenbahn gefällt mir gar nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, versuchen wir mal hier eine schöne Linie zu bauen. Irgendwie. Was haben wir denn hier überhaupt? Was haben wir denn hier für Leute, die hier rumhocken? So ein bisschen, so ein Mix aus allem, wie mir scheint. Studenten, sehr, sehr viele Studenten. Okay. Kaum Geschäftsmenschen, sehr viele Rentner. Und ein paar Touristen auch, okay. Tja. Da versuchen wir mal hier eine Buslinie zu machen.
Eine O-Bus-Linie? Was ist ein O-Bus? Oberleitungsbus wahrscheinlich, ne? Was haben wir hier noch? Eine Straßenbahn könnte ich auch noch machen, ne? Aber Straßenbahn fährt ja irgendwie kein Schwein. Nimm lieber einen Bus. Oh, nee, ein Bus ist doof. Ein Straßenbahn ist schon besser, weil der weniger Energiekosten hat. Okay, wie wollen wir das denn bauen? Ich wollte eigentlich... Ich kann ja hier so rumfahren. Dass er wirklich, der soll jetzt wirklich mal diese gesamte Insel einmal durchfahren. Oh nee, wir machen zwei Linien. Eine hier oben und eine hier unten. Ja, das machen wir mal so. Und wo fängt die an, ist die Frage. Fängt die hier unten an? Hier so? Nee, eher nicht. Wo fängt die denn an am besten? Das ist alles immer schon so zugebaut. Hier könnte sie gut anfangen. So, hier fängt die jetzt an, die eine Linie. Und Straßendepot hat schon wieder... Ja, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. So, und dann ist auch hier direkt die erste Haltestation. So. Dann nimmt das schon mal sehr, sehr viele Leute hier mit. Und dann ist hier die nächste Station, die aber eine Einbahnstraße ist, sehe ich gerade. Hier ist irgendwie alles Einbahnstraße. Boah, ist das ätzend. Ist das ätzend, Freunde. Hier, das ist ja alles eine Einbahnstraße. Wer hat denn das gebaut? Was für ein Honk hat das denn gebaut? Okay, hier kann ich auf beiden Seiten, ja? Dann könnte ich ja zum Beispiel hier immerhin die Leute von da unten annehmen, ne? So. Hier komme ich nicht rein, das ist blöd. Dann, okay, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Dann fährt er hier rüber. Fährt dann hier hoch. Fährt dann hier wieder runter. So. Fährt er hier wieder hoch. Fährt er hier schon wieder hoch oder da? Ach, da muss er dann wieder runterfahren, sehe ich gerade. Dann fährt er hier wieder hoch. Das ist, glaube ich, ganz komisch, was ich hier gerade mache. Sehr unnötig vor allem, aber ich probiere nur ein bisschen rum, ne? Probiere nur ein bisschen rum. Der fährt hier so ein bisschen seine Kreise hier unten, ne? Ein bisschen im Zickzack. Dann fährt er hier mal ein bisschen höher, damit er auch ein paar mehr Leute mitnehmen kann. So, dann sind natürlich die Leute hier ein bisschen am Arsch. Deswegen, da komme ich auch nicht rein. Das ist nicht so nice gebaut hier, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, ich baue hier total die Crap zusammen, aber irgendwie muss es ja funktionieren. So, dann fährt er hier runter. So bis hier. Und hier ist natürlich eine Einbahnstraße. Natürlich ist er eine Einbahnstraße, warum auch nicht? Und was ist hier? Sie fährt hier wieder raus, okay. Dann kommt hier noch eine Haltestelle hin und dann fährt er hier wieder raus. Und zwar hier drüben rein. Zack. Und ja, ich weiß, dass ihr zu wenig Fahrzeuge habt. Das ist mir jetzt aber Wayne. Da soll er nicht hochfahren. Dann fährt er nicht da hoch, sondern hier rüber. Hier wieder runter. Ich glaube, es wird ganz schlimm hier gerade, diese Buslinie. Und dann fährt er wieder zurück zum Depot. Dann müsste er eigentlich alles haben. Okay. Probieren wir es mal aus. Probieren wir es einfach aus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Holen wir uns erstmal ein Depot ran. Wir brauchen in irgendeiner Weise irgendwie Einnahmen. Das ist echt schlimm. Da wollte ich anfangen, genau. Zack, los geht's. So. Dann machen wir uns mal eine Route. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich werde das Spiel nie wieder anfassen danach, weil es einfach so von Grund auf her schlecht design... Also, das Spiel ist ganz gut eigentlich. Es macht auch Spaß. Hallo? Bitte was? Falscher Fahrzeugtyp? Ich habe doch hier eine Buslinie. Keine Linie zugewiesen. Ja, deswegen will ich ja eine machen. Linie 1. Linie Haltestelle hinzufügen. Wieso geht das nicht? Falscher Fahrzeugtyp? Hä? Habe ich da jetzt eine falsche... Ich reiße das nochmal ab. Bin ich schon deppert? Ach, ich habe da eine Straßenbahnlinie hingemacht. Ich Vollidiot. Na, das soll weg. Oh, ich bin ja... Das ist ja richtig... Ich bin richtig am Abchoken hier die ganze Zeit. Das ist echt schlimm. Nur am Choken, der Junge. So. Zack. Hingebaut. Und dann können wir jetzt auch endlich mal eine Linie machen. Oh, okay. Ich merke schon. Ich bin heute irgendwie mit dem falschen Zeh aufgestanden, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt überall hier Straßenbahnen hingebaut. Ich bin ein Held. Ich bin einfach ein Held. Irgendwie mag mich das Spiel nicht, habe ich das Gefühl. Irgendwie mag es mich nicht. Ich weiß nicht warum.
Ich habe eigentlich nichts getan, aber irgendwie mag es mich nicht. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Och Mann, ey, das ist doch voller Crap. Purer Crap ist das. So, habe ich jetzt alle abgerissen? Wahrscheinlich ja. Oh, es war wieder Haltestelle. Yay. Fuhr der hier oben lang. Dann hier unten irgendwo rein. Hier so. Oder da unten, nee, der fuhr hier hinten rein. So, fuhr er hier hoch. Wieder runter. Hier unten mal eine Runde. Und hier noch eine Wahnsinnsfahrt. Und hier wieder runter. Ach, Freunde, das ist doch echt zum Mäusemelken. Zum verdammten Mäusemelken ist das. Fährt er mal hier bis nach oben durch. Ich habe das Gefühl, die Busse werden ganz, ganz schlecht fahren. Ich weiß nicht, warum ich so denke, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht unbedingt den besten Busfahrer gebe gerade. Hier oben fährt er später lang. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier was grundlegend falsch mache. Ich weiß nicht was. Irgendwie lässt er sich auch nicht so richtig fahren, wie ich möchte. Fährt er wieder hoch, ja? Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was es hier gibt, ja? Damit kein Schwein unglücklich sein kann. Keine Sau soll unglücklich sein hier bei diesen ganzen Haltestellen. Genau, hier sollte er nicht hochfahren, sondern hier drüben. Hier so rein. Geht natürlich nicht, weil es eine Einbahnstraße ist. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Also diese Einbahnstraßen sind... Vor allem, die machen auch irgendwie keinen Sinn. Aber wahrscheinlich schon irgendwie, aber ich verstehe es nicht. Hier kommt eine Haltestelle hin. Einfach nur, damit er da lang fährt. Und noch ein paar Leute mitnehmen kann. Wieso ist das hier eine... Oh Mann, ey. So. Haben wir jetzt alle? Ich hoffe. So. Och Gott, wir haben schon 12 Minuten damit verbracht. Das ist ja herrlich. Ich bin so gut in diesem Spiel einfach. Ich bin ein Gott. So. Fährt er hier. Oh Gott. Ach du Heilige. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich fahren wollte. So. Ist er, glaube ich, hier ganz hinten runtergefahren. Und dahin. Und dahin. Och Gott. Der arme Busfahrer. Fährt die ganze Zeit hier im Zickzack-Modus. So. Ach du Heilige. Aber das ist echt mit diesen ganzen Einbahnstraßen eine Tortur hier durchzufahren. Ah ne, falsch. Der letzte muss weg. Der muss erstmal dahin. Zack. Dann hier hin. Dann hier nach unten. Und dann wieder dahin. Also, vielleicht gibt es ja Menschen, die dieses Spiel verstehen und die bei diesem Spiel sehr viel Spaß haben, weil sie es verstehen. Ich gehöre offensichtlich nicht dazu. Mir macht das Spiel Spaß, aber ich verstehe nicht warum. Ich verstehe vielmehr nicht, wie es funktioniert. Und das geht mir dezent. Wie zur Hölle fährt er denn zurück? What the hell? Okay. Ja, schön. Wir haben nicht genug Fahrzeuge, sagst du? Das ist natürlich logisch. Dann wollen wir uns doch mal Fahrzeuge kaufen. Und zwar so viele, wie es geht. Depots will ich haben. Depot 4. Du brauchst Fahrzeuge. Wie viele kannst du haben? 10? Nee. 9 Stück kannst du haben. Was nehmen wir uns da? Kaufen wir uns mal nur die Kleinen, okay? Kaufen wir uns mal nur die Kleinen. Die haben eigentlich einen ganz guten Service, sind nicht so groß. Dann kaufen wir uns erstmal 5 Stück. Mal sehen, ob es reicht. Was mit Depot 1? Der braucht auch wieder was. Zack. Kriegt auch nochmal einen Kleinen dazu. Ja, super. Der braucht noch mehr. Okay, dass mir keine Klagen kommen, ne? So, der fährt jetzt hier perfekt alles ab, ja? Sollte ja eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht so recht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde den Draht zu diesem Spiel nicht. Ach, guck mal, diesen Scheiße gelaunt. Das ist doch schön. Jetzt nicht mehr? Fahrzeug war voll. Ja, tut mir leid. Kann ich ja nichts für, wenn ihr den so voll setzt. Ach, guck mal, die Leistungen werden geschätzt. Das ist doch schön. Fahrzeug war verspätet. Ja, tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber der scheint dann ja hier sogar Plus zu machen. Oder? Machen wir Plus oder Minus? Wir machen Minus. Immer noch.
Und woran liegt das? Ich glaube hier dran. Ich glaube ehrlich gesagt, hier bringt das gar nichts, irgendwas zu bauen. Wobei, Leistung werden geschätzt. Hm. Letzte Abfahrt war verpasst. Zack, nochmal einen neuen gekauft. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier unten nutzt die überhaupt keiner, die Busse. Hier nutzen sie sie extrem enerviert irgendwie. Ich weiß nicht warum. Sie sind auch ständig überfüllt. Aber die freuen sich total. Finden sie total super, die Busse. Die hier wahrscheinlich auch. Ja. Aber die freuen sich hier. Der scheint sogar relativ gut zu laufen, oder? Ich würde gerne einmal kurz sehen, wie die Linien so abschneiden. Ziemlich schlecht. Ja. Hm. Hm. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Hm. Ich überlege gerade, wie ich es besser machen könnte, aber ich weiß es nicht. Ich weiß in keinster Weise, woran es liegt. Hm. Ich bin überfragt. Ich bin einfach überfragt, weil... Tja. Was mit der Straßenbahn? Bringt auch nichts. Ich verstehe es nicht. Irgendwie hat keiner Bock, unsere Sachen zu nutzen. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Was ist denn, wenn ich die Ticketpreise so richtig in den Keller senke? So richtig runterdrehe. So auf, sagen wir, 90 Cent. Haben die denn alle total Bock damit zu fahren und machen das auch? Wieso habe ich überhaupt zwei Zonen auf 90 Cent gesetzt? Immer so. Auf 1 Euro. Machen wir mal hier genauso. Dass es halt im grünen Bereich ist. Tja. Bin ein bisschen überfragt. Wenn es irgendwelche Tipps gibt oder irgendwelche Kniffe, die ich überhaupt nicht verstehe, weil ich das Tutorial übersprungen habe, bitte, bitte Bescheid sagen, aber ich verstehe es nicht. Auch hier, kein Schwein nimmt die Busse. Warum? Fahrgast ist unzufrieden. Wartezeit war zu lang. Tut mir leid, das ist die erste Runde, die sie gerade fahren. Ich habe aber noch, muss man dazu sagen, hier bei Linie 4 die 2 Stunden drin, ne? Machen wir mal auf eine Stunde runter. Hm. Hm. Wobei, warte mal. Linie 1, ja? Zum Beispiel. 6,5. Ist es in Minuten? Ist es in Minuten oder in Stunden? Müsste ja in Minuten sein. Die fahren ja relativ schnell hier durch. Dann könnte ich ja probieren, nur so auf 10 Minuten zu stellen. Und mal schauen, wie es läuft. Was ist hier los? Fahrzeug ist im schlechten Zustand. Ja, dann repariert's doch. What is the problem? Bring's ins Depot und reparier's. Letzte Abfahrt verpasst. Schon wieder? Hm. Buslinie 1 ist die einzige, die einigermaßen wirtschaftlich hier fährt. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es in keinster Weise, wieso. Es wird irgendeinen Grund haben, den ich jetzt nicht sehe. Boah, der ist aber richtig sauer. Der ist stinkesauer hier. Die Kathi weiß, ne? Die weiß genau, was sie will. Aber offensichtlich nicht den Bus. Der Busdepot 1 hat jetzt zu wenig Fahrzeuge. Das ist ganz komisch. Ich verstehe es nicht. Gut, dann machen wir es wieder auf eine halbe. Hm. Jetzt haben die ganzen Depots wieder zu wenig Fahrzeuge. Irgendwie komme ich hier nicht voran. Machen wir mal mehr Platz. So. Hier auch nochmal mehr Platz. Hm. Ich sag die ganze Zeit, ich weiß nicht so genau. Fahrzeug war verspätet. Ja, tut mir leid. Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Wieso haben die ganze Zeit zu wenig Fahrzeuge?
Das ist komisch. Und die regen sich wahrscheinlich darüber auf, dass der Fall, also dass der nicht schnell genug kommt. Warum? Der soll alle Stunde kommen. Und wieso ist er verspätet? Ich meine, guckt euch mal die Uhr an. Die ist ziemlich langsam. Na, wobei alle Stunde ist schon fast ein bisschen utopisch, ne? Ich stelle es mal ein bisschen runter. Auf 1,20. Vielleicht geht das besser. Hier scheinen ja auch relativ viele Leute Bock zu haben, mit dem Bus zu fahren. Na? Aber irgendwie komme ich nicht auf den grünen Zweig. Vor allem hier, Buslinie 2 ist richtig am Absuffeln. Ich verstehe es nicht. Die Busse fahren ja alle leer durch, ne? Hm. Hätte eigentlich so gedacht, kann man nicht irgendwie sagen, man kann doch bestimmt sagen, dass der nur morgens fährt zum Beispiel, oder? Ja, kann man. Dann soll der von 5 bis, sagen wir 16 Uhr fahren, ja? Oder sagen wir 17 Uhr, ja? Halt nur für die Leute, die da arbeiten. So. Die anderen Linien können von mir aus so weiterfahren. Tja, so oder so würde ich sagen, Freunde. Das funktioniert hier gut. Das ist ganz komisch. Bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und mit diesen wunderschönen Grinsesmilies hier. Wartezeit war zu lang. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Bedanke ich mich fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, ja, hoffentlich im besseren Zustand beim nächsten Mal. Bye, bye.